Der ehemalige Anführer der rechtsextremen Gruppe Proud Boys ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. US-Bezirksrichter Timothy Kelly verhängte am Dienstag das Urteil gegen den 39-jährigen Enrique Tarrio. Wegen aufrührerischer Verschwörung bei dem Aufstand von Anhängern des damaligen Präsidenten Donald Trump. Es handelt sich um die bisher höchste Strafe, die im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol verhängt wurde. Tarrio war selbst am 6. Januar nicht in Washington, als tausende Trump-Anhänger den Kongress stürmten, um den Wahlsieg von Amtsinhaber Joe Biden zu verhindern. Bei der Verkündung des Strafmaßes sagte der Richter jedoch wörtlich: Mr. Tarrio war der oberste Anführer dieser Verschwörung. Herr Tarrio war der ultimative Anführer, die ultimative Person, die organisierte, die von revolutionärem Eifer motiviert war. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Tarrio habe Kontakt zu den Proud Boys gehalten und deren Aktionen überwacht. Er sei eine außergewöhnlich einflussreiche Figur innerhalb der rechtsextremen US-Miliz gewesen. Tarrios Anwälte kündigten an, in Berufung gehen zu wollen. Auch Trump muss sich im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger aufgestachelt zu haben.